Ich denke, dass viele in meinem Leben falsch gemacht haben. Und damals habe ich nicht darüber nachgedacht. Da gehörte ich dahin. Ich war immer sehr pflichtbewusst. Meine Arbeit, darauf konnte man sich verlassen. Es klappte, stimmte. Und wenn ich an einem Platz stand, dann hatte ich ihn auszufüllen. Das ist eigentlich mein ganzes Leben so gewesen und auch damals. Ob er gut oder schlecht war, da war vorherrschend, irgendwo musste man, ob ich in meinem Rundfunk arbeitete oder da in dem Propagandaministerium, war doch alles dieselbe Soße. Das spielte keine Rolle. Ich könnte keinen Widerstand leisten. Ich würde mich das nicht trauen. Ich würde sagen, nein, ich kann es nicht. Ich gehöre zu den Feigen.